Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Runde Dodo Wars. Hallo. Ja, ich habe gerade einfach schon mal angemacht, während der Server pausiert, weil wir wollen auch kurz noch ein bisschen mit euch schnacken. Vorweg, vielen Dank für das geile Feedback. Das Feedback ist wirklich überragend. Ja, viele täten, weil ich bin scheiße mit Inventar, mein Orientierungssinn. Aber ich muss sagen, es gibt immer über viele Leute, die hilfreiche Tipps geben, die wirklich so hilfreich sind, dass ich mir denke, Alter, das hilft tatsächlich was im Leben. Und, Jutta, was machst du denn hier? Jutta? Jutta? Sag mal. Bringst du sie mit? Ja, und ich reiße jetzt gerade mal hier die Spikes ab. Denn wir haben uns darauf geeinigt, dass wir Metallspikes nicht benutzen. Benutzbar sind aber, meine lieben Freunde, und ich habe auch recht aggressive Kommentare dazu bekommen, Biber. Die dürfen wir tatsächlich benutzen. Ja, das war tatsächlich also, auch... Da braucht ihr nicht mehr drunter zu schreiben. Wann checkt ihr es endlich? Ja, ja, nee. Das war natürlich ne, immer wieder so eine kleine Belastungsprobe hier. Sag mal, Jutta, was ist denn los mit dir? Kann ich dich auch reiten? Ja, ne? Ich wollte irgendwas mit Jutta wahrscheinlich so gerade machen. Ja, wahrscheinlich Metall. Nee, Metall müsste die Produktion halt noch so lange laufen, dass es dann niemals Probleme geben wird. Okay. Also ich habe da, ich habe quasi die komplette fünfte Folge ja du damit verbracht. Aber ich bin auch schon auf diesem Weg runter hier. Aber warum? Ja, haben wir es. Ja, Metallproduktion ist gestorben. Wir müssen jetzt erstmal den Biber machen wahrscheinlich. Ja, den Biber, den haben wir doch schon. Ja, ja. Nee, weißt du? Also ist, ach, lass mich in Ruhe, ich bin alt. Okay. Ich mach mal ein paar Feuersteine, wenn ich schon dabei bin, ne? Ja. So, und unser Wochenplan jetzt ist, dass wir... Ja, erstmal Dinos zähmen, die uns im PvP helfen. Ne? Das ist jetzt mal eine Aufgabe, die wir demnächst angreifen wollen. Ja, wir haben halt das Gefühl, dass wir extrem viele Dinos mittlerweile haben und wir waren halt einfach aggressive Dinos. Ihr wisst, Bären waren immer so ein bisschen unser Ziel. Viele haben in den Kommentaren geschrieben, Alter, wenn das Höhlenbären sind und ihr könnt die nicht zähmen, dann lache ich mich halt wirklich kaputt. Und wir würden wahrscheinlich ein bisschen weniger lachen als ihr, aber es wäre natürlich trotzdem ziemlich, ziemlich bitter, aber wir werden das einfach mal testen. So, ich hoffe, dass das jetzt richtig steht hier. Ja, ich suche die ganze Zeit einfach noch einen normalen Stein, weil ich da ja Feuersteine rausbekomme. Es gibt einfach keinen hier oben. Nee, gibt's auch nicht. Das World Problem. Es gibt einfach zu viele Metalldinger. So. Das Dach, da muss noch eine Luke drauf. Alter, was ist das hier für ein Metallstein? 240 Metall. Hast du eigentlich den Castor-Sattel? Ne, der ist erst ab 61. Herzlichen Glückwunsch. Was 61 sind wir denn ist eigentlich? Generell nochmal so ein Level, was für uns prinzipiell interessant wird, weil 62 sind auch Darts. Ja. Das sexy. Heißt. Okay, ich flippe hier aus. Ich fäll jetzt einfach diesen Baum, weil ich sonst nicht durchkomme. Ich wusste übrigens die ganze Zeit, wo ich bin, Leute. Ne? Nur für die Leute, die jetzt schon wieder halb getiltet waren, weil ich mich ein bisschen im Kreis gedreht habe. Ich habe tatsächlich einfach nur geguckt, ob es hier einen Stein gibt. Ne? Don't tilt. So, und ich habe wieder... Also, es wurde mir ja gesagt, dass ich eine Waffe dann nicht in den Third-Person-Modus komme. Aber ich komme auch so nicht in den Third-Person-Modus. Also, es ist tatsächlich ein Bug. Jutta. Okay, ich habe noch ein bisschen Metall. Kannst du gerade dich mal um Narko-Bären kümmern? Ja, nachdem ich mich noch... Also, ja. Was willst du denn sonst machen gerade? Ich wollte gerade Holz schlagen, um die restlichen Barrikaden nochmal zu bauen, zu ersetzen quasi. Ja. Okay, Jutta, so. Wir haben ein Problem. Komm jetzt auch zurück. Ist mir scheinbar zu schwer, warte. Ich würde mal ein bisschen Fleisch wieder in unsere Dinos packen. Mhm. Was sind denn hier Fleischwasser? Nur die T-Rex, ne? Ja. Also ich habe 44 Betäubungspfeile und 16 Narkotöpfchen. Okay. Das hört sich gar nicht so schlecht an, muss ich sagen. Mhm. Bin ich jetzt immer noch so schwer? Krass, Alter, ich kann ja echt gar nichts tragen. Ah, ich vielleicht auch Steine im Inventar. Okay, 50 Metall. Was ist los? Ja, vielleicht habe ich gerade die Barrikade gesetzt, als du da durchrennen wolltest.
Ach, deswegen war das so. Okay, krass, Alter. I see. Okay, krass. So. Ja, Narcos mach ich. Ja, also das wäre so ein bisschen das, was ich mir vorstellen würde, was jetzt gerade am sinnvollsten ist. Ja, hast du das ein bisschen, generell war ja auch sehr, sehr oft das Thema, wie man das mit Dinos macht, dass sie einfach sowas abfarmen, ohne dass wir den Sattel haben. Musst du halt auf Wandern stellen und dann rennen halt, hier vielleicht die Klippe runter und so weiter, das finde ich halt... Ja, der ist halt wieder der... Schwierig. Mann, 50. Geil, das hat geklappt. So, ich mache jetzt wieder Metall in die Öfen, aber wir haben halt nichts, um das zum Brennen zu kriegen. Genau. Zündpulver wäre halt der Plan. Wobei Holz halt auch nicht fett war. Zündpulver müssten wir aber noch einen Haufen haben. Ja, kann ich gleich mal gucken. Ich bringe jetzt gerade das Metall in kleinen Etappen darüber. Weil das ist halt... Ich weiß ja, wie das ist. Das wiegt ja 76 Tonnen. Mindestens. Jutta trägt das natürlich wieder 1. Bin ich übrigens auch sehr dankbar für, dass Jutta High Level ist. Jetzt wäre es echt neu. Mhm. Also wir haben hier noch ein bisschen Holzkohle, damit könnte ich halt gleich nochmal Munition machen. Aber ich glaube, Zündpulver ist halt echt ein Problem. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben noch. Nee, ich glaube, ich habe daraus halt die Munition gemacht in Ordnung. Ach ja, okay, true. Ich glaube nicht, dass wir da noch Zündpulver haben, aber ich habe gerade auch noch mal ein paar Feuersteine mitgebracht gehabt. Ich guck mal, dass ich da noch mal neu mache. Ja, und ansonsten machen wir jetzt ein paar Narkobären und dann wäre das der Plan für mich für die heutige Folge schon... Sag mal hier, Justin, ich kann auch die Steine bei dir reinmachen, die wiegen da doch weniger, ne? Alter. Justin, der hält mich die ganze Zeit mit seinem Schwanz ab. Ja, die Folge wird schon was. Ich hab das schon im Urin. Du hast auf jeden Fall schon deinen Spaß, ne? Ja, so. Ja. An dem Quatsch, den du dauernd redest, da habe ich meinen Spaß. Ja, das stimmt. So. Oh, sag mal, irgendwer hat mir geschrieben, in Utah sind keine Bären mehr. Das, ja. Ja, möglich. Doch, ein paar gelbe Bären sind noch drin. Da müssen wir halt aufpassen, ne? Nicht, dass uns mal ein Dino verhungert, das wäre nicht peinlich. Du drohst zu verdursten. Aber no. Außerdem sehen wir das ja, wenn wir drauf sitzen, dann fängt die Hungeranzeige ja an zu blinken. Beziehungsweise er kriegt so einen lila Rahmen drumherum. Okay. Ja, aber sowas kenne ich mich gar nicht aus. Hast du zufällig noch gebratenes Fleisch? Zwei Stück. Ich hab noch nicht. Könntest du mal was rausholen und neues... Böllern. Ja, ich mach das mal fix. Übrigens, das ganze Metall hier drumherum können wir eigentlich abbauen. Und wenn wir dann auf die Suche nach den... Hey, du reißt da hinten gerade Bäume ab. Ja, ist egal. Okay. Wenn wir dann auf die Suche nach unseren Dinos gehen, also den Akro-Dinos, dann sind wir ja weiter weg und dann wird hier alles respawnen. Ja, okay. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es. Tatsächlich. Nicht. Aber es hört sich gut an. Sag mal, haben wir hier noch irgendwo ein bisschen Holz, damit ich zumindest mal hier... Zündpulver geht auch, oder... Ich habe 35 hier in der dicken Kuh drin. Und außerdem kannst du Stroh übrigens auch verbrennen. Okay, das ist aber sehr ineffizient. Wie viel Zündpulver muss ich da so reinmachen? Wo? Du meinst ja, das brennt ziemlich gut, ne? Ja, 13 Minuten brennt das. Für einen vollen Ofen brauchst du, glaube ich, so 130 Zündpulver. Aber da sind dann halt auch 800 oder 1000 Metall drin. So. Ich mach einfach mal ein bisschen was hier wenigstens. Ich habe ein bisschen den Laden hier jetzt angeschmissen. Okay, verdorbenes Fleisch ist hier noch in Hülle und Fülle, das ist gut. Hier haben wir nochmal Holzkohle wie Sand am Meer. Alter, wir haben halt wirklich viel Holzkohle. So, ich hab echt Hunger. Wie viel haben wir denn? Hä? Wie viel haben wir denn? Doch, 400-500 würde ich schätzen. Na gut, das reicht. Oh, ich habe sogar noch ein bisschen gebratenes Fleisch oder was? Wobei, warte mal, wie viel Kohle braucht man für Schießpulver? Ich glaube, 8? Ja, aber wir haben wirklich genug Patronen. Oder? Ah, ich vertraue dir da. Warte, ich guck mal gerade nach, was haben wir denn?
Ja, wir haben hier noch 14 Gewehrmunition drin. Nehmen wir nochmal. Ja, ich darf jetzt mit 16 rum. Die Schrotflintenmuni habe ich halt noch nicht gemacht. Woran lag das? Achso, dafür brauchte ich wieder Schießpulver und das hat man nicht. Okay, okay, ein Teufelskreis. Okay, bist du bereit? Ja, wofür? Ich würde jetzt zum Bären zählen wollen. Achso, ja, ich habe jetzt die ganze Zeit Narkus gesammelt. Ja, klingt gut. Ich habe verdorbenes Fleisch nochmal reingelegt. Ich gehe nochmal gerade gucken, ob ich ein paar Feuersteine finde. Kriege ich die nicht auch mit meiner Spitzhacke aus dem Metallblock raus? Nein. Nee, tatsächlich nicht. Das ist kein Stein. Alter, das ist halt wirklich ein First World Problem, ne? Jo. Aber wir haben halt legit zu viel Metall. Ah, hier lag gerade so ein kleiner Steinblock auf dem Boden. Die sind ziemlich worth. Yep. Also gerade unten bei den Bibern auch, also am Aufgang von unserer Basis, da sind auch nochmal so Steiner. Okay, ja, ich nehme da jetzt nicht immer Jutta mit, weil Jutta ist dann doch ein bisschen... komme ich jetzt mal zurück. Ich habe ein paar Narkus. Und dann können wir die einfach mal durchfluffeln lassen da im Mörser. Ich durst nicht, ich habe keine Energie. Ja, hört sich gut an. Oh cool, da hinten ist schon wieder alles respawned. Oh, nice. So. Achso, ich muss hier einmal den Chat wegmachen, bevor die Leute wieder flamen. Ja, ne? Warum hast du Juttas Maul in den Arsch des Bibers gesteckt? Tu mal, es gibt Dinge im Leben, die passieren einfach. Vielleicht hat Jutta mich vorher ein bisschen erneut, aber das kann auch ein reiner Zufall gewesen sein. Hier, riech den Biberarsch! So. Okay, dann pöbel ich mal das Zeug hier rein. Und machen Narkotöpfchen. Wir machen jetzt gerade 80 Narkotöpfchen. Das ist sehr gut. Ja, ne? Ja. So, dann machen wir hier noch Feuer rein. Da machen wir auch Feuer rein. So, ich könnte jetzt... Mach ich nochmal Schießpulver für die Schrotflintenmunition? Ja. Also ich wäre bereit für alle Schandtaten, die du so auf Lager hast. Du hast doch schon eine Schrotflinte, ne? Nein. Doch. Nein. Dann guck mal ins Inventar. Hab ich nicht. Als ob ich nicht eine für dich mitgemacht habe. Da liegt doch eine. Ja, in der Dings drin liegt die, ja. Ja, ja. Ich wollte sie wohl scheinbar nicht mitnehmen, ne? Ja, ich meine. Ja. Wir haben eh so viel Bewaffnung. Flinten reichen doch. Ich weiß nicht, ich glaube die. Weil ich hab halt auch keine Munition für die, ne? Ja, ich weiß, die mache ich gerade noch fix. Okay. Sieht das so witzig aus, dass unser Wasserding genau über dem Feuer ist. Jo. Aber es ist jetzt auch leer. Kann man damit schon was machen, oder? So, Schießpulver, Munition, Waffen, Munition. Weißt du was? Währenddessen hole ich einfach noch mal ein bisschen Holz. So, wie viel haben wir da jetzt? Ach, dass ich jetzt die Metallbahn gemacht habe, ist natürlich jetzt die Metallbarrikaden im Nachhinein halt ein kompletter Flop, ne? Ja. Muss man ja schon mal so sagen. Aber damit könnte jetzt auch keiner rechnen von uns. Hast du nochmal Fleisch gebrutzelt jetzt? Ja, ja, da müsste eigentlich immer noch brutzeln. Guck mal gerade. Ja, da liegen noch 15 drin. Wunderbar. Oder 8. So, was wollte ich hier nochmal machen? Ach ja. Munition. Manchmal hinterfragt man, ob man wirklich klug ist oder. Ja, wie kann ich doch mal nur eins machen? Mit F oder E? E, ne? E. Also, dann brauche ich noch. Ja, Verdurst zu verdursten. Das war das Feuer hier die ganze Zeit ist, ne? Oh. Ist da noch was drin? Nee, ne? Ja, da geht schon klar, denke ich. Also da drin sind jetzt, warte. Da drin sind jetzt 3 Schuss für deine... Was machen wir denn für einen PIN-Code?
Ein was? PIN-Code, um die Türen zu verschließen. Was weiß ich? Was? Was weiß ich? Braucht man dafür einen PIN-Code? Ja. Warum? Weil man sonst die Tür einfach öffnen kann, wenn man auch nicht im Stamm ist. Haben okay. sie in die Kommentare geschrieben. Krass. Mhm. Also was machen wir für einen PIN-Code? Ja, überleg dir was, mein Junge, ne? 1337? Ich glaube, das würde ich testen bei anderen. Mach 1338. Weil wir mehr als Lied sind. Ja. Okay. Okay, ich guck mal gerade hier noch. Ja. Ah, okay, wir können die also so und die anderen müssen dann die PIN angeben. Alles klar. Das Okay, wir müssen dringend an unserer Kommunikation arbeiten, was das angeht. Jetzt haben wir nur noch hier das Problem, ne? Ist vielleicht ein bisschen offen hier. Vielleicht müssen wir alles mal abreißen hier an Schränken und. Okay, aber lass jetzt erstmal zu den Bären, Alter. Ja. Okay, Alter. Aber dann sieht es halt von vorne aus, als würde man da nicht reinkommen und dann. Oh, sieht man aber die Seite und man kommt. Ach, ist ja auch egal. So, also. Hast du jetzt deine Schrotflinte dabei? Ja. Sehr gut. Ich habe aber keine Munition. Doch, ich habe 4 reingedrückt. Und ich habe nur 15 Nahkupfeile. Okay, warte, ich drop dir welche. Wie viel hast du? 40. Okay. Warte, ich guck mal gerade. Übrigens musst du dein Lederzeug mal wieder anziehen dann zwischendurch, ne? Danke, dass du es gesagt hast. Dass ich das nicht mit Tee ausrüsten kann, ist das super ätzend. Warte mal. Doppelklick kannst du auch drauf machen. Mir geht. Fehlt was für meinen Rumpf bei Leder. Ja, ist wahrscheinlich kaputt gegangen. Ja. Dann muss ich mal kurz Leder holen, ne? Okay. Mach ich noch ein paar Kristalle. Ja, ups. Sekunde. Ah, ich glaube, das hat mir der Biber wahrscheinlich kaputt gemacht. Ich habe alles nur von der Leiche wahrscheinlich aufgesammelt. Leder. Keine Ledersachen hier drin. Haben wir hier noch Leder? Warte mal. 5 Leder haben wir nur. Ach, du Scheiße. Was habe ich denn jetzt? Ach, Durst. Hunger auch. Ah, scheiße, habe ich mal einen Stoff. Wir haben das schon mal besser als nichts. Okay, wollen wir? Ja. Also das Ding ist halt Level 61, 62 ist übrigens das. Danke für das Doppelklick-Ding übrigens, das ist sehr entspannt. Ja, du hast jetzt Stoff gemacht, ne? Ja, ich hatte kein wir haben nicht genug Leder da gehabt. Okay. Was hat der Rexy noch was drin? Nee. Schade. Für die Bärensattel ist da drauf gegangen, weißt du? Ah, hast du schon 2 gemacht? Ja. Nice. Oder ich glaube, vielleicht war es auch nur einer. Die haben mir so insane viel Leder gekostet, aber ich habe ja diesen toten Hast du T-Rex noch Muni gefunden. Für die Dingsbums? Für die was? Schrotflinte? Ja, in der Werkbank. Ach ja, gut. Dann brauche ich das erstmal nicht. So, siehst du, hier sind überall so Geröllhaufen, ne? Da kann man dann auch. Bist du weiter unten? Ah, ja, du bist weiter unten. Nee, hier. Ja, ich hab's hier zum Beispiel. Gesehen. Am Baum. Hier irgendwo liegt noch einer, ja, hier. Ja, lass sie immer mal kaputt machen, weil Feuersteine sind halt wirklich. Nicht schwer und wir brauchen dringend welche. Ja, doch schon. Also ich meine, oh Gott, warum habe ich denn das ganze Holz und den Bums dabei? Bin gleich wieder da. Wir haben ein paar Fasern mit, aber das sollte jetzt nicht das... Oh, ich habe Metall dabei, 13. Oh, ein paar Steine. Ach komm, ich laufe auch nochmal hoch. wenn ihr euch fragt, warum die Zähne keine Akrodinos, weil sie zu dumm sind, ist die klare Antwort. True. So, jetzt ist hier wieder alles nachgewachsen mit den Bären-Shit. Das ist ziemlich geil. Das Holz braucht scheinbar eine Weile. So. Weg. Das behalten wir. Die Säule brauchen wir eigentlich auch. So. Ich wollte gerade gucken, hier hinten waren ganz am Anfang die Steine. Ich hatte die Hoffnung, dass sie wieder da sind, aber sind sie nicht. Prost zu verdursten. Hurra. hurra, der Moped brennt. So, du kriegst meine Steine. Du, Jutta, kriegst die Feuersteine. Ah, nee. Ach, warte, ich wollte ja noch die Narcos und die Muni holen. Alter, wir sind echt ein bisschen geboostet, ne?
Ja, ist ja auch die erste Folge. Jetzt beruhigen wir uns alle mal ein bisschen, ja, ne? Ihr in den Kommentaren seid gemeint. So, die 80 Töpfchen sind durch. Ich nehme mal 40 mit. Ich habe nur eins mitgenommen. Falsche Taste gedrückt. Schade. Okay. So, hast du die Munition noch dabei? Ja, ich habe 3 Schuss. Ja, wenn du nachlädst, nimmt er sogar da irgendwie 2 rein oder so. Ja. Okay, let's go. Let's go. Ah, ich habe gleich Durst. Wir kommen ja am Fluss vorbei. Ja. Ich habe jetzt sogar so pro gemacht, dass ich Hunger habe. Das heißt, ich würde Leben ranken, wenn ich fresse. Ja, ich habe jetzt mal auf die Hälfte voll gegessen. Damit es mir nicht dauernd auf den Piss geht. Ja, ein bisschen. Also ganz so viel Hunger habe ich jetzt auch nicht. Ein bisschen Hunger. Ja gut, aber jetzt bin ich schon wieder durstig, ne? Lass mal unten am Wasser noch vorbei. Ja, ja. War jetzt auch mein Plan. Oh, guck mal, hier hinten ist so ein Drop. Ach nee, oder ist das ein Tod von uns? Ach, das ist ein Toter. Das ist ein Tod. War der Fluss rechts? Bär. Nee, hier links. Links? Ja. Ach stimmt, der da vorne hinter dem Bären. Ne? Orientierungs-Johnny. Ja, ja, der ist ein Point. So. Ach, weißt du was, ich schieß mal dran, das stimmt ja nicht. Ich hab ja eh schon Durst. Und da ist noch ein Bär im Wasser. So. Okay, dann gucken wir mal, was der junge Mann hier zu... Kann ich meine Wasserflasche nicht im Wasser auffüllen? Doch. Und da ist noch ein 20er. Achtung, hinter dir der Bär, ne? Ja. So. Wollen wir einfach von der Zähmstation aus mal auf ihn schießen? Ja, aber kannst du vielleicht noch 2 mehr hierhin machen? Nee. Okay. Ja, also meine Sorge ist halt, dass von hinten noch Bären eingreifen. Oder warte mal, wir haben... Ich habe jetzt 26. Okay, ich guck mal eben, wie viele wir brauchen für den Bär, ja? Ja, mach das mal. Rododex. Ich hol mal gerade mein Fernrohr wieder, mein Inventar. Irgendwie habe ich das nämlich nicht drin. Achso, natürlich. Mit dem Fernglas schlagen. Der ist halt 58 so. Der wäre halt wirklich geil. Ja. Ich meine, wir haben jetzt auch ein Bett. Oder? Mit dem Crossbow brauchen wir 29 Pfeile und 42%ige Chance, dass er stirbt. Okay, glaub, probieren wir, würde ich sagen. Okay? Ja. Komm hier bitte rein. Ich habe kein Vertrauen in dieses Ding, ne? Aber ich schieße gar nicht. Jo. Ja, wir sollten immer... Oh Gott. Oh, der kommt so hart. Okay, der hat richtig Bums gemacht, eigentlich. Ich guck gerade immer noch mal in die Richtungen, wo noch welche... Ja, dann lass mich mal auf den Kopf schießen, ja? Aber hier ein bisschen rein, falls er doch wieder Aggro auf dich kriegt, dass er, wenn dann reinläuft, nicht außenrum. Ja, aber ich will halt Headshot damit machen. Warte mal die 5 Sekunden gerade bitte, oder? Nein, brauchen wir nicht. Ach, Mann, jetzt habe ich dich abgeschossen. Ich habe Stimmbären drin. Ja, habe ich dir gegeben. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich Durst haben. Ja, vielleicht. Aber es regnet, ja. Ist ja alles gut. Also diese 5-Sekunden-Regel gibt es nicht mehr, oder was? Ja. Und da bist du dir ganz sicher? Ja. Wie es heißt, du hast Durst. Irgendwie warst du benommen. Du hast keine Freunde. Scheiße, der kippt gleich um. Ja. Ich glaube, das wird nichts. Nee. Der läuft weg. Da wird vielleicht doch noch was. Oh nee, der läuft. Doch, doch. Der läuft weg. Komm schon, bitte, bitte. Leg dich endlich hin, nicht ins Wasser! Oh, Scheiße, ist tot. Aber es war close. Na, geht. Oh, ich hole mal ein bisschen Leder raus, weil dann kann ich mein Dings machen. So. Oh, das lief ja schon mal okay. Nicht. Oh doch, weil. Also ich meine, die Zähmstation funktioniert. Ja, das durchaus. Das ist ja auch schon mal was, ne? Man muss das Ganze hier positiv... Ach, schade, dass sie immer so schnell sterben, ey. Ja, ist halt 42%ige Wahrscheinlichkeit, ne? Das gerade war halt echt eine knappe Nummer, aber ich habe auch keinen Headshot-Damage machen können, irgendwie. Das. Ja, ich habe die ganze Zeit in seinen Schädel reingekriegt. Ja, aber das war immer 35. Ja. Okay, dann, wo ist der nächste? Vor allem 56. Ja, der 20er da hinten, ne? Aber der wird wahrscheinlich auch sterben. Nö, da müssen wir mal gucken, ja? Wo ist denn der? Ich guck mal eben... Da hinten am Wasser. Also, viele haben ja echt gesagt, dass das so Höhlenbären sind. Hier hinten.
Boah, 14 Pfeile und 22%ige Chance. Ich habe noch 5 Pfeile. Ich habe noch 25. Okay. Holst du? Ja. Wenn ich ihn gepult kriege, ist die Frage. Ja, ne? Das Problem ist halt echt, du musst echt weit laufen. Wie viele Pfeile meinst du? 14. Boah, ich hab hier echt Sorge gerade. Alter, ich treffe ihn halt nicht. Warum nicht? Soll ich mal übernehmen? Oh oh. Oh nee, jetzt will ich gar nichts übernehmen. Waffe weg. Nahkampfwaffe, schneller rennen. Dings. Sache machen. Okay. Oh Gott. Okay. Der wird doch immer schneller, oder? Ja. Aber wir sind da. Ja, okay. Das lief ja sehr entspannt. Ja, na, lass mich mal, ne? Okay. Nicht mal ganz so entspannt? Doch. Ganz entspannt. Ich hab keine Pfeile mehr. Ja, ich schon. Du kannst ja mal ein paar neue machen. Wir brauchen ja nur 40 Töpfchen. Ja, ich hab aber keine Pfeile. Ah, doch, 4 hab ich noch. Jetzt hau mal gerade so einen Baum hier oben. Okay. Oh, er läuft, er läuft. Ja, ja, ja. Gott, der ist so schnell! Alter, vor allem wird er ja immer schneller. Einen hat er noch in den Arsch gekriegt. Noch einen? Kipp um, du Stück Scheiße! Er ist festgebackt. Echt? Ja. Oh! Was macht der? Ich weiß es nicht. Fall um! Ja, er pennt! Alter, der hat richtig zerstört. Okay, ich hab ihm mal die Töpfchen reingelegt. Ich werde mal hier die Umgebung abfällen, oder? Weil ich glaube, hier sehen wir halt nichts. Okay, sollen wir mit normalem Fleisch oder kriegen wir Prime Meat schnell her? Keine Ahnung, ob wir hier Prime Meat herkriegen. Da ist ein Stego, ja, das könnten wir schaffen. Okay. Warte. Komm mal. In den Kopf. Ja, ist doch egal, oder? Nee. Siehst du? Okay. Womit kriegt man Prime? Du machst das, ne? Ich krieg mal nach dem Bären. Ja, ich glaube, ich werde den Baum hier mal absägen. Nö. Aber, Kahn, wir können ihn hier halt echt schlecht verteidigen. Ja, ja, das geht schon. So. Na gut. Okay. Okay. First Bear is on the way. Kannst du einen Sattel holen schon mal? Ja. Kannst du mir die. Ich schnapp mir die Hälfte der Narko-Dinger und mach nochmal ein paar Pfeile dann. Mhm. 18 Narko-Mitte sollten ja für den hier reichen, oder? Ja. Okay. Ich glaube sogar locker. Ja? Ich bin mir nie so sicher. Ah, warte, dann mach ich aber gerade nochmal ein paar Feuersteine, bevor ich in die Base gehe. Mach ein paar Feuersteine. Der hat jetzt so viel Bewusstlosigkeit verloren. Warte mal, wann futtert er denn? Hunger ist jetzt bei... Ja, noch 15 Punkte muss der fallen. Hä? Ach, nice bait. Okay. Ja, ich mache hier gerade noch die ganzen kleinen Gröldinger weg. So, ich glaube, er hat gegessen... Oh, yo! Alles klar. 36% mit einem... Dings. Ja, okay. Effektivität plus 9 Level. Das heißt, er wird Level 29. Ja, ist halt echt niedrig, ne? Ja. Ist halt echt ein Baby. Ist die Frage, ob wir den dann überhaupt als Mount hier vernünftig nutzen wollen. Naja, also jetzt erstmal haben wir nichts anderes, ne? Ja, ich würde halt auch gerne noch Raptoren und Kanus und so den ganzen Bums. Und vielleicht sogar die Stachelsaurier. Weil die sind ja übel widerlich. Die uns aufgespießt haben, meinst du? Ja. Die hätte ich sehr gerne, dass wir die so widerlich einsetzen, wie nur möglich. Ja, aber ich glaube, die Raptoren sind da gerade für widerliches Einsetzen am Start, ja, oder? Die auch. Ne? Also wenn du doppelt widerlich hast, ist natürlich auch geil. 56er Bär haben wir hier unten noch. Okay. Also östlich, glaube ich, von dem Bären, den wir gerade zähmen. Die Rampe hier runter sieht mich ja gerade. Ja. Hier runter geradeaus rappelt noch einer rum. Habe ich gar nicht gesehen. So, und der kriegt auch gleich, der kriegt gleich das ganze Frühstück hier rein, so. Okay, was wollte ich denn jetzt machen? Weiß ich nicht. Ist auch nicht mehr. Hast du genug Pfeile? Nee. Gut, ich auch nicht. Ich glaube, genug Pfeile ist gerade
Oh, geteilte Erfahrung bekommen. Was machst du denn? Alter, ich hab grad hier einen Baum gefällt. Was stimmt denn jetzt hier? Ich mach nämlich mal eben Pfeile. Oh, Fasern brauche ich noch. Na gut. Ja, das geht ja auch fix, ne? Ja. Okay, Stimmbären vernichten echt alles, was Wasser in deinem Körper ist. Mhm. Ja, oh. Gut, das ist gerade auch sehr heiß, ne? Oh, schon? Ja, ja gut, Leute, ne? Wir haben den ersten Bären, der sollte jetzt so bei 70 sein oder so, der wird jetzt Level 30 Bär. Ich denke, das ist in Ordnung. Ziel der heutigen Folge, wie gesagt, oder der Woche halt, wie gesagt, mehr davon. Also wir werden versuchen, so zwei High-Level-Bären und dann gehen wir mit denen dann halt Raptoren und sowas jagen. Deswegen schaut natürlich morgen auch wieder bei Alex vorbei. Und ansonsten, ja, gibt's wahrscheinlich auch wieder ein Highlight-Video. Tschüss, bis dann, haut rein. Bye.